Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Gunner, heute mal mit einem Spezialvideo. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, das ist der Mr. Chaos. Mr. Chaos, bist du da? Hallo! Sehr gut, sehr gut. Ja, was wollen wir heute machen? Freunde, der Anniversary Sale steht vor der Tür und ich habe mir gedacht, wir machen mal so ein Video, auf was man alles zu achten hat, wenn man ein Schiff kaufen möchte, jetzt gerade wo jetzt dann auch sehr viele Schiffe zu kaufen sein werden. Und ja, dafür gehen wir jetzt einfach mal auf die RSI-Seite. Das ist ja so die Hauptseite, von der aus hier alles gesteuert wird für das Game. Wir wollen uns ganz speziell heute, ich zeige euch das mal hier, mit dem Pledge Store und mit dem Account beschäftigen und worauf man alles achten muss, wenn man ein Schiff kauft, was wir für Möglichkeiten haben. Wir werden mal die Begrifflichkeiten durchgehen. Was gibt es überhaupt für Ausdrücke und was bedeuten sie? Der Mr. Chaos ist dabei, weil er ein sehr erfahrener Spieler ist, der schon sehr lange dabei ist und ich ja quasi hier der Kack-Noob bin und deshalb wollen wir da heute so ein bisschen drüber sprechen. So, wollen wir vielleicht erstmal die Begrifflichkeiten durchgehen, damit die Leute nachher wissen, wovon wir sprechen sozusagen, ja? Also fangen wir mit dem Pledge Store an. Pledge Store, was muss man sich darunter vorstellen? Ist halt ein Shop, wo man Sachen kauft. Aber es sind halt Spenden für das Citizen, deswegen Pledge Store. Genau, also Pledge bedeutet ja in dem Fall dann halt immer Spenden. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass man bei Star Citizen eigentlich gar nichts kauft, sondern man spendet für die Weiterentwicklung des Spiels. Ist das so richtig? Das ist richtig. Super. Okay, dann gehen wir jetzt mal in diesen Pledge Store rein. Und dort gehen wir die weiteren Begrifflichkeiten durch. Als nächstes möchte ich ganz gerne, wir machen erstmal hier den Pledge Store. Ich führe euch mal so ein bisschen durch den Pledge Store und zeige euch, was es hier so gibt. Und wenn der nächste Begriff kommt, werden wir den direkt erklären. So machen wir das. So, ihr seht das ja hier auf der Seite. Hier haben wir schon so ein schickes Laufbild und hier sind auch Beträge, die da schon angezeigt sind. Wichtig auf der Seite ist, wir haben hier die Möglichkeit, die Währung auszusuchen. Natürlich habe ich hier auf Euro gestellt, weil US-Dollar oder das britische Pfund ist für mich jetzt nicht so interessant. Interessant ist es dann, wenn wir einen sehr schwachen Dollar haben, ne? Dann kann es sein, dass der Dollarpreis günstiger ist als der Europreis, oder? Ist das so? Ich glaube, das wird automatisch von der Seite auch abgezogen. Ah, okay, alles klar. Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Wir haben das hier auf Euro stehen. Und hier oben seht ihr schon so die einzelnen Merchandise-Geschichten. Hier gibt es T-Shirts und Mauspads und auch das eine Schiff wird hier angezeigt, jetzt gerade hier, ne? Gut. Aber wir gehen mal weiter. Wir wollen uns mal die Game Packages angucken. Dafür klicke ich hier auf Game Packages. So. Ja, was sehen wir auf dieser Seite jetzt? Das ist eigentlich das, was ihr braucht, um überhaupt Star Citizen spielen zu können. Ne? Das ist so richtig. Ne? Ohne diesen digitalen Download, den wir bei diesen Starter-Packages dabei haben, bringt uns das Ganze nichts. Wir könnten Tausende von Euros in Standalone-Ships pumpen. Wenn wir kein Paket haben, wo der Spiel-Download mit drin ist, bringt uns die ganze Geschichte nichts. So. Ja. Okay, also wir haben jetzt hier verschiedene Pakete. Und ihr seht ja auch schon, dass hier eben auch die Schiffe dabei sind, die ich auch schon mal vorgestellt habe. Aurora, Mustang, hier ist eine Avenger Stalker mit drin, die Reliant Core ist hier mit drin, aber eben auch noch so ein paar andere Schiffe, die man halt mit einem Game-Download bekommt. So. Ja, was können wir dazu noch sagen? Hast du da noch was?
Was man dazu noch sagen könnte, wenn man einen bestimmten Betrag bezahlt hat, der zufällig bei 1000 Dollar liegt, dann kriegt man noch mehr Packages zur Verfügung, die halt attraktiver sind für Leute, die zu viel Geld haben. Okay, also wenn ich also 1000 Euro gespendet habe, bekomme ich Zugriff auf größere Pakete, wo dann auch mehrere Schiffe drin sind. So muss ich das verstehen. Genau. Ah, okay, alles klar. Das ist doch super. So, dann gehen wir jetzt als nächstes mal von den Game Packages weg. Also ich denke, das ist klar für jeden. Ihr müsst mit so einem Paket anfangen. Das ist das allererste, was ihr kaufen müsst, um dieses Spiel spielen zu können. Das nächste, was dann kommt, wären ja sozusagen die Schiffe. Wir gehen mal hier auf Extras und Standalone Ships. Hier sehen wir jetzt alle jetzt gerade kaufbaren Schiffe. Und wir sehen schon, das ist hier preislich gestaffelt. Zumindest hier am Anfang. Oder ist es komplett, ja, es ist durcheinander. Warum das jetzt nicht gestaffelt ist, weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber hier könnt ihr euch also ein Schiff kaufen, wo eben kein Download dabei ist. Hier seht ihr auch immer den Betrag, also bei der Aurora ES zum Beispiel. Die kostet 21,66 Euro. Das ist deshalb so eine krumme Zahl, weil natürlich die Mehrwertsteuer damit drin ist. Ne? Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ne? Hier hinten inklusive Tax, inklusive Mehrwertsteuer. So, hier können wir quasi uns ein Schiff aussuchen und gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Wie ihr seht, gehen die Preise da dann auch schon merklich hoch. Jetzt sind wir hier schon bei Freelancer Max mit 162 Euro. Wir gehen weiter runter. Constellation Aquila mit 335 Euro. Und das Mastership, sozusagen die 890 Jump, die ist, gab es für 1028 Euro zu kaufen. Ist aber also ausverkauft. Genau, leider. Ne? Ja. Okay. So, damit kann man natürlich dann sich hier schon mal so ein Schiff aussuchen. Man hat also auf der einen Seite das Game Package gekauft, vielleicht für 50 Euro oder sowas. Und jetzt sagt man sich, okay, ich möchte aber gerne noch ein anderes Schiff haben. Ich möchte gerne ein Transportschiff haben, wie die Freelancer zum Beispiel oder sogar die Freelancer Max. Oder ich möchte ein Erkundungsschiff haben, wie die Freelancer Dur. Oder ein Fighter, wie die Hornet oder die Hawk. Anvil Arrow meine ich natürlich. Ja, damit haben wir so die Extras. Ne? So, was haben wir als nächstes? Ship Upgrades, würde ich sagen, oder? Dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Dann gehen wir mal in die Ship Upgrades. Ja, wunderbar. So, nun erzähl du doch mal, was wir hier sehen. So, wir sehen einmal hier so zwei blaue Felder, einmal Upgrade From, einmal Upgrade To. From ist halt, wenn man draufklickt, die Schiffe, die man selber hat. Wichtig zu sagen ist, wenn man wissen will, welche Schiffe es im Spiel gibt und wie viel sie mal gekostet haben bzw. kosten, kann man den Haken oben bei MyShips rausnehmen. Das mache ich jetzt mal. Genau, und dann sieht man jedes Schiff, was es bisher zu kaufen gab. Stimmt nicht ganz, nicht hier ist die Javelin, Idris M, die Kraken ist hier nicht aufgereiht. Es geht hier nur bis 1000, also nur bis 1500 Dollar. Wir gehen hier mal ein bisschen durch. Ne? Also selbst unter 50 Euro gibt es einige Schiffe hier zur Auswahl, sage ich mal, oder unter 50 Dollar muss man sagen. Und selbst, sage ich mal, von 50 bis 100 Dollar gibt es auch schon sehr viele Schiffe. Ne? Also man muss hier nicht von 1000 Euro sprechen, sage ich mal. Dann kommt die 100 bis 200 Euro Klasse. Auch dort gibt es immer noch sehr viele Schiffe. Ne? So, und dann kommen wir so in die Klasse, wo dann der normale Spieler, Anfänger vielleicht sogar, sagt, okay, das muss ich jetzt nicht haben, aber vielleicht kann man dahin irgendwann mal
upgraden. Deshalb sind wir jetzt ja hier. Genau, wichtig zu sagen ist, die Schiffe hier, auch deine eigenen, werden in Dollar ohne Mehrwertsteuer, also quasi den direkten Wert, was ihr Schiff in Dollar hat, wird hier angezeigt. Auch wenn wir jetzt zu Upgrade 2, also was wir haben wollen, sagen wir jetzt mal, du wählst bei Bayern ein Schiff aus. Mhm. Und die sind auch nur in halt in Dollar ohne Mehrwertsteuer angegeben. Und wenn man den kaufen würde, müsste man die Mehrwertsteuer noch dazu rechnen und halt noch die Übersetzung zu Euro. Ja, ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Und zwar habe ich die 315P jetzt ausgewählt von meinen Schiffen und sage, ich möchte gerne aufwerten auf eine Gladius. So, die klicke ich an. Dann ändert sich das Bild hier, das seht ihr ja gerade. Und da unten steht, was mich dieses Upgrade kosten würde. Das ist hier. In dem Fall 27,07 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer schon. Na? Genau. Ja. So, okay, du bist wieder dran. Genau, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen, außer wir wollen jetzt zu den unterschiedlichen Währungstypen. Dann würde ich sagen, dann machen wir das mal. Dann gehe ich mal in meinen Account. So, da geht hier dieses kleine Fenster auf an der Seite. Und hier sehen wir schon, hier gibt es drei Währungen, die für mich auch am Anfang mich total überfordert haben. Ich wusste überhaupt nicht, was die eigentlich von mir wollen. Deshalb ist ja Mr. Chaos da. So, genau. Dann erklär uns das mal. So, also wenn ihr normalerweise ein Schiff kaufen wollt, wenn ihr anfangt, dann müsst ihr es von eurem Konto bzw. von PayPal überweisen mit Mehrwertsteuer in Euro, alles locker fluffig, einfach vom Konto abheben. Sobald ihr aber ein Schiff wieder zurückgibt, also einschmelzt, dazu kommen wir noch, dann kriegt ihr diese Währung in Store Credits, wie es oben auch steht, Store und dann in Dollar ohne Mehrwertsteuer. Mit diesen Store Credits könnt ihr aber auch wieder Schiffe kaufen, aber auch ohne Mehrwertsteuer. Also für diese Schiffe wird keine Mehrwertsteuer mehr erhoben, weil die habt ihr ja schon bezahlt. Also quasi die Store Credits ist Kapital, was nur auf dieser Seite existiert und auch nur da ausgegeben werden kann. Und kann ich es denn mir auch wieder auszahlen lassen? Also kann ich das wieder in echtes Geld umwandeln? Auszahlen lassen geht nicht. Dieses Geld hast du gespendet, das ist weg. Okay, also ich kann in dem Spiel mit meinem Geld immer noch kaufen und verkaufen, sage ich mal. Aber es ist halt als Spende im Universe, im Verse verankert. Genau, ja. Okay, gut. Also CG ist so gütig und lässt uns noch andere Schiffe einkaufen von dem Geld, was wir eigentlich schon gespendet haben. Ja, es ist, glaube ich, gibt es sonst, habe ich das noch nie gesehen, dass es so ja, eine Möglichkeit nicht, gibt. Ne? Nicht bewusst, ja. Okay. Denken wir darunter, UEC, jedes Startpaket, was man sich holt, hat eine halt feste Anzahl von UEC. Das ist die Währung, die man im Spiel hat, die man sich auch im Spiel verdienen kann. Ja, ganz kurz. Im Moment ist das ja Alpha UEC. Das ist also quasi eine nicht beständige Währung, sondern nur jetzt für diese Alpha-Phase gedacht. Ne? Das ist richtig, aber hier oben die UEC, die sind fest. Das sind die du dann am Anfang, wenn das Spiel richtig losgeht, also released wird, kriegst du diese UEC quasi auf dein Spiel ausgezahlt. Ah, okay. Also das ist mein Startkapital bei Release. Okay, alles klar. Was halt auch zufällig ist, dass du halt auch die Alpha USC bei jedem Vibe kriegst, du halt auch genau die USC-Anzahl, aber die wird dann nicht von der Seite abgebucht. Ah, okay. Genau, denn darunter haben wir WEC, das ist quasi die Ingame-Währung Insta-Citizen. Also du hast Insta-Citizen, sowas wie ein Videospiel, Reno Commander und Star Marine. Und in diesen Minispielen, sage ich jetzt mal, kannst du WECs verdienen. Und mit diesen Racks kannst du dann auch in diesen virtuellen Welten Schiffe bzw. Ausrüstung ausleihen. Ah, okay, das ist ja gut. Das ist ganz kurz, Star Marine Arena Commander, das ist einmal, ich sag mal, jeder gegen jeden FPS-Shooting, ne?
Also First-Person-Shooter und einmal geht es um Raumkampf, soweit ich weiß. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir die drei Währungen ja schon mal abgefrühstückt. Ich hoffe, euch hat das schon mal ein bisschen weitergeholfen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in meinen Hangar. So. So sieht also jetzt mein Hangar aus. Hier ist eine ganze Menge drin. Wir gehen aber jetzt mal auf die Standalone-Ships. So, okay. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier drei Schiffe drin. Und zwar habe ich einmal hier als Standalone-Ship Aegis Avenger Titan. Und die ist aber mal abgegradet worden auf eine 315P. Und zwei Items dazu. Nämlich immer einen Hangar und die Versicherung. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ne? Das sind die Sachen, die wir halt dazu bekommen. Das ist unterschiedlich. Mal sehen, was wir hier haben. Hier ist auch wieder das Schiff und der Hangar dabei. Und was haben wir sonst noch? Hier ist eine Aurora CL gewesen. Die habe ich abgegradet auf eine Mantis. Und da sind sogar mehr Sachen dabei, nämlich zum einen noch dieser Anzug, der Flight Suit und der Helm. Und wir haben hier nämlich auch eine, also hier steht jetzt bei mir zum Beispiel also contains 6 Monate Insurance und darunter steht nochmal Lifetime Insurance. Warum das jetzt doppelt da drin steht, ich glaube, das hast weißt du. Hast du die abgegradet? Ja. Das war ja so ein Angebot. Man konnte so, die... dann wird das wahrscheinlich ein Fehler sein. Also dann hast du die Lifetime. Ja. Okay. Aber... so, wir sind jetzt hier auf unserer Hangar-Seite. Was haben wir hier alles zu sehen? Genau, wenn du auf so einen Pfeil drückst, hast du ja schon gesagt, kriegst genau. Du die Items angezeigt, die du drin hast. Würdest du jetzt ein Game-Package dir angucken, würde auch drinstehen, was du drin hast, wie zum Beispiel Squadron 42 und Star Citizen? Das zeige ich auch mal ganz kurz. Das ist das nämlich hier. Da haben wir also jetzt, das war ein Mustang Alpha Starter-Paket plus Squadron 42-Combo. Und ich habe es aufgewertet oder abgegradet auf eine Anvil Arrow. Und 6 Items stehen dabei. Nämlich einmal der Hangar, dann das Schiff und dann kommt Starting Money dazu, 3 Monate Versicherung, der Star Citizen Digital Download. Das ist die Geschichte, die ihr auf jeden Fall braucht. Na? Dann habe ich noch den Squadron 42 Digital Download dabei und die Anleitung dafür. Na? So. Okay, haben wir. So, dann sehen wir auf der, also unter dem Pfeil dann auch Gift. Also sprich, man kann Schiffe auch verschenken, wenn man, sage ich jetzt mal, einen Freund hat, oder auch Pakete komplett verschenken. Wenn man einen Freund hat, der Star Citizen haben will, hat aber, warum auch immer, kein PayPal-Account oder Kreditkarte, dann könnt ihr sagen, ja, kein Problem, erstellt einen Account, ihr kauft dann ein Schiff, wichtig, mit frischem Geld, also mit Geld von eurem Konto. Das sonst ist auch ein ganz wichtiger Begriff. Genau. Ne? Sonst kann man allerdings kein Schiff verschenken, also mit Store-Credits kannst du das Schiff nicht verschenken und vor allen Dingen, wenn ihr es verschenkt habt, ist es auch fest auf dieses Profil euren Kumpel übertragen. Ihr kriegt es da nicht mehr weg. Okay, also da waren jetzt gerade zwei ganz wichtige Sachen. Zum einen haben wir einmal den Ausdruck frisches Geld gehabt. Das ist immer Bargeld, das wir von unserem Konto einsetzen. Store Credits ist das Kapital, was wir gespendet haben. Das ist ganz wichtig, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist nachher auch beim Kaufen nochmal ganz wichtig, weil es da unterschiedliche Versionen gibt, kommen wir noch zu. Ja? Und das Letzte, was eben ganz wichtig war, ist dieses, wenn ich etwas verschenke an Mr. Chaos, dann kann Mr. Chaos dieses Geschenk nicht weitergeben oder zurückgeben oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist dann, glaube ich, auch nicht einschmelzbar, oder? Doch, einschmelzen kannst du es. Ja? Okay, alles klar. Dann gut. Du bist wieder dran. So, und neben dem Gift-Button gibt es noch den Exchange, was auch unter Einschmelzen bzw. Melting bekannt ist. Ich klicke da jetzt drauf und zeige euch das. Wenn man drauf klickt, kann man das Schiff
beziehungsweise das komplette Paket einschmelzen. Also da kriegt man dann Store-Credits raus. Also man kriegt das komplette Wert von dem Schiff kriegt man in Store-Credits ohne Mehrwertsteuer in US-Dollar auf sein Star-Citizen-Konto transferiert. Genau. Wichtig dabei ist aber, dass man immer das ursprüngliche Schiff bekommt. Wenn ich ich habe jetzt eine Avenger Titan gekauft, habe die abgegradet auf eine 315P, dann bekomme ich nicht die 315P, wenn ich das einschmelze, sondern wieder die Titan. Nee, da verwechselst du was. Also beim Einschmelzen ist es egal, du kriegst den Wert von deiner 315P, kriegst du ausgezahlt. Aber wenn wir den später bei Back, also es gibt hier eine Seite bei Back, da kann man Schiffe wieder zurückkaufen, da kriegt man nur das Anfangsschiff raus, nicht das upgegradete Schiff. Okay. Also quasi bei deinem Beispiel mit der, was war das da? Bei deiner Titan. Avenger? Genau. Genau, bei deiner Titan kriegst du halt nur die Titan zurück und nicht die 325P. Genau, also wenn ich meine Avenger Titan einschmelze, bekomme ich den Wert der 315P, in die ich abgegradet habe, nämlich in dem Fall hier 68 US-Dollar, das seht ihr hier. Mhm. Aber ich bekomme als Buyback, da kommen wir gleich zu, Token nur die Avenger Titan wieder. So ist richtig, ne? Genau, ja. Okay, so. Hier seht ihr, also das ist quasi das Fenster, hier gebt ihr dann euer Passwort ein und macht auf Submit hier unten und dann ist das Schiff eingeschmolzen. So, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. So, okay, das war das Einschmelzen sozusagen, ne? Mhm. Wo landet das denn dann? Da kommen wir ja dann zu diesen Buyback-Sachen, ne? Genau, Buyback-Pleach, ja. Da gehe ich da mal hin. Also, wir haben also auf der einen Seite den Wert des Schiffes und auf der anderen Seite das Schiff an sich. Den Wert des Schiffes bekommen wir als Store-Credits auf unser In-Game-Konto gutgeschrieben in US-Dollar. Und wir kriegen einen sogenannten Buyback, eine Buyback-Option, eine Zurückkauf-Option, richtig? Ist richtig, ja. Okay, so. Nun haben wir also eine Buyback-Option. Und zwar bei mir ist das in dem Fall das Package Cutlass Black. Ja? Und ja. Das hier steht jetzt, letzte Modifikation am 1. Oktober 2019, contained Freelancer Max and 7 Items. Hm. Heißt das jetzt, ich bekomme, wenn ich die jetzt zurückkaufen würde, bekomme ich dann die Cutlass Black oder die Freelancer Max? Also, du hast jetzt quasi, also steht drauf, mit dem, also du hast es wahrscheinlich geupgradet. Genau. Du kaufst es jetzt zurück, kriegst du nur die Cutlass Black mit den Items. Also du kriegst das Package, so wie du es damals gekauft hast, du kriegst aber nicht die Modifikation dazu. Alles klar. Steht jetzt übrigens auch hier unten nochmal, aber es ist schön, das vielleicht mal auf Deutsch zu hören und auf Englisch es zu übersetzen. Also ich persönlich, ich kann Englisch, aber es fällt mir doch leichter in meiner Muttersprache. So, ja, nun erzähl mir doch mal bitte, was das mit diesem Buyback-Token zu tun hat. Der ist hier oben, ist ja so ein gelbes Fenster. Ja, das ist ganz wichtig, weil wenn du Sachen mit Store-Credits, also ob was in Store-Credits zurückkaufen willst, musst du dafür ein Buyback-Token ausgeben. Diesen Buyback-Token, davon hast du nur eins und du wirst auch nie mehr als ein bekommen. Also man kriegt pro Quartal kriegt man immer ein Buyback-Token zurück, aber du kannst ihn nicht sparen. Also du kannst ihn nicht erhöhen auf zwei oder drei, sondern es bleibt immer einer. Mhm. Außer du gibst ihn aus, dann hast du bis zum nächsten Quartal kein Buyback-Token. Ist aber nicht so schlimm, weil du kannst mit frischem Geld, mit Geld von deinem Konto, kannst du Buybacks immer tätigen. Also mit frischem Geld kannst du die Schiffe immer zurückkaufen. Okay, das ist ja auch gut zu wissen. Sehr schön. Und okay. Wo wir auch schon beim Einschmelzen waren, wichtig ist, beim Upgraden kannst du einzelne Schiffe aus deinen Paketen upgraden, wenn du ein Paket gekauft hast aus mehreren Schiffen. Ja. Beim Einschmelzen geht das nicht. Du kannst nur das komplette Paket einschmelzen. Mit allen Schiffen, mit allen Upgrades, die du drauf gemacht hast,
das Ding haust du so in den Papierkorb rein und kriegst dafür das Geld. Und die Schiffe, wie zum Beispiel streng limitierte, sagen wir einfach mal, man hat mal auf einer Vendual Blade, die es nur einmal zu kaufen gab und wahrscheinlich auch nur geben wird, geupgradet. Verkaufst das Ding, ist das Schiff weg. Man kommt da nicht mehr ran. Okay. Also das sind wichtige Sachen. Überlegt euch das gut, gerade bei Schiffen, die vielleicht sehr selten sind oder nur einmal überhaupt zum Verkauf stehen oder gestanden haben, ob ihr die wieder einschmelzen wollt. Ne? Wichtig. Gibt es denn Pakete oder Schiffe, die man gar nicht einschmelzen sollte? Nein, du kannst eigentlich alles einschmelzen, außer Items, die du auf Subscriber gekriegt hast von CLG. Okay, aber was passiert denn, wenn ich mein Game-Package einschmelze? Ja, dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Also ist das ein Paket, was ich quasi nicht einschmelzen darf? Nicht einschmelzen solltest, außer du hast vor, ein teures Paket zu holen. Oder ich habe mehrere Game-Packages gekauft. Genau, was vielleicht auch interessant ist, wenn man sich mehr Game-Package holt, kriegt man quasi... Also sagen wir mal, jetzt als Beispiel, man hat ein Game Package, kauft sich noch eins, dann hat man später im Spiel, wenn es rauskommt, einen NPC, den man selbst gestalten kann und der für ihn arbeitet. Den muss man aber trotzdem bezahlen. Ah, okay. Na, das ist natürlich auch gut zu wissen. Ne? Aber andere Geschichte. Genau, das ist eine andere Geschichte. Richtig. Ja, was haben wir noch? Wollen wir mal gerade mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, so eine. Das machen wir, glaube ich, mit den Versicherungen, da kommen wir noch zu, würde ich sagen, ne? Ja. Okay, dann haben wir diese Buyback-Geschichte eigentlich auch erklärt, würde ich sagen, ne? Genau. Ja. Also, wichtig dabei ist, wenn ihr nur ein Game-Package habt mit einem Spielzugang, dann solltet ihr das nicht einschmelzen, sonst habt ihr keinen Zugang mehr zum Spiel. Das Game-Package sollte immer erhalten bleiben, wenn es nur eins ist. Ja? Das nächste ist, wenn die Schiffe sehr besondere Skins haben, was ist denn dann? Und man will die Skins also, behalten, das ist ja alles weg dann. Ja, wenn man, sag ich jetzt mal, spezielle Schiffe hat, davon gibt es jetzt nur, glaube ich, 2 Stück oder 3 Stück, die kann man sich nur freispielen spielen. Man muss im Reno Commander zum Beispiel Vendel Swarm oder den Pirate Swarm durchspielen. Da hat man 3 Schiffe, die man kaufen kann. Einmal die Vendel Glaive, die Caterpillar mit Piratenskin und die Piraten Gladius. Sollte man die einschmelzen, sind sie weg. Man kann sie nicht nochmal kaufen. Das bedeutet, wenn ich ein Buyback, genau, als Buyback bekomme ich sie dann aber wieder. Oder nur die normale? Nee, das Paket. Ah, okay, alles klar. Gut. Okay. So, dann haben wir ja die großen Geschichten jetzt hier erstmal abgefrühstückt, würde ich sagen, ne? Ja. So, das Upgraden haben wir euch gezeigt. Wollen wir da vielleicht noch mal kurz, also nee, das haben wir ja eigentlich. Okay, ja. Dann gehe ich mal wieder in meinen Hangar und zu meinen Schiffen, weil das Wichtige jetzt ja gerade vor dem Anniversary Sale ist ja, ich möchte mir jetzt ein Schiff kaufen. Ja, und ich habe jetzt, wir gehen mal von frischem Geld aus. Ich habe also 350 Dollar und dafür möchte ich mir gerne ein Schiff kaufen. So, und jetzt gehe ich also mal so in diese Schiffs-Upgrade-Liste, um zu gucken, was es da für Schiffe halt so gab. Dafür öffne ich das halt, mache meinen Haken da raus bei My Ships und habe dann alle. So, nun gehe ich runter auf die 350. So, ich möchte gerne, zack, da ist sie. Ich möchte mir gerne die Merchantman kaufen. Ja, für 350 Dollar. So, wenn ich die natürlich mit echtem Geld kaufe, kommen auf die 350 Dollar immer noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Das ist richtig, ne? Das ist richtig, ja. Okay. 19%. Genau. So, nun habe ich also mit echtem Geld, kaufe mir also die Merchantman. Und die Merchantman, dazu muss man wissen, die Merchantman ist nicht flight ready. Das bedeutet, wir haben Geld ausgegeben für etwas, was ich im Spiel noch gar nicht benutzen kann.
Da gibt es eine besondere Mechanik in dem Spiel, und zwar bekommt man dafür sogenannte Leihschiffe, Loanerships. Ja, dafür habe ich da eine ganz tolle Seite gefunden, die mache ich jetzt mal auf, damit ihr das sehen könnt. Auf dieser Seite seht ihr, welche Leihschiffe ihr bekommt, wenn ihr ein Schiff kauft. So, nun gehen wir hier auf die Merchantman. Das ist hier die Merchantman, und meine Leihschiffe dafür wären eine Starfarer und sogar noch ein zweites Schiff, nämlich eine Defender. Die Bano Defender ist ja mittlerweile Flight Ready. Weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass man die dann auch dazu bekommt oder so, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Liste relativ aktuell ist. Ich glaube, 14. Oktober 2019. Naja, sie ist noch nicht so alt, ne? So, dann bekomme ich, weil meine Merchantman noch nicht Flight Ready ist, bekomme ich stattdessen von dem Spiel eine Starfarer und eine Defender gestellt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was das für Schiffe sind, schaut ihr einfach mal im Pledge Store unter Ships, und da schaut ihr euch einfach mal alle Schiffe an, und da findet ihr dann auch die Starfarer beziehungsweise auch die Defender drin, ne? Okay, so, nun habe ich mir also dieses Schiff gekauft und ich habe dafür Leihschiffe bekommen. So, nun sage ich aber, okay, ich möchte diese Leihschiffe, die sind zwar toll und groß und finde ich super, aber ich möchte eigentlich jetzt erstmal mit einer Freelancer Miss oder mit einer Duo rumfliegen, weil ich jetzt gerade Lust auf Erkundung habe, Exploration habe. Dann gehe ich über diese Exchange-Geschichte, über das Einschmelzen, und schmelze diese Merchantman ein. Dann habe ich also als Buyback-Möglichkeit die Merchantman dann in diesem Buyback-Token, sage ich mal, drin, ne? Mhm. Das ist richtig. Und könnte sie also jederzeit zurückkaufen. Ja. Kriege die $350 in Store-Credits gutgeschrieben und kann mir dafür quasi wieder andere Schiffe kaufen. In dem Fall also kriegst du halt ohne Mehrwertsteuer das Geld zurück. Das ist wichtig. Genau, also die Mehrwertsteuer ist halt immer das, was wirklich dann was weg ist. Ne? Das ist nicht weg, hast du ja schon bezahlt. Also. Ja, ich habe es bezahlt, genau. Aber ich krieg's halt auch nicht wieder gut geschrieben, weil es halt eine Steuer ist. So, okay. So, jetzt möchte ich dasselbe machen, aber ich habe quasi 350 US-Dollar als Store-Credits da. Mhm. Und ich kaufe mir das Schiff mit Store-Credits. Mhm. Dann ist die Mechanik genau dieselbe. Das heißt, es wird eingeschmolzen, es entsteht diese Buyback-Option, mhm, und es wird mir halt nicht von meinem, ich muss es nicht bar bezahlen oder bar einzahlen, sondern es wird mir von den Store-Credits abgezogen. Ja. Okay. So, nun die dritte Möglichkeit, die wir ja haben, ist, wir graden ab. Willst du es denn noch zeigen mit der Rechnung? Man muss ja noch bei bestimmten Punkten Haken eingeben, wie viele Store-Credits man bezahlen will. Ach so, ja, das könnten wir vielleicht mal machen. Wie machen wir das denn jetzt schlau? Warum machst du es denn im extra Video Schiffe kaufen? Lass uns mal gucken, wie wir das jetzt machen würden. Also, wir wollen jetzt ein Schiff kaufen, sagen wir mal, ne? Oder Upgrade ist halt dasselbe Prinzip mit der Rechnung, ist dasselbe mit den Anklicken. Stimmt, genau. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt schlau machen. Wir werden mal zu den Standalone-Ships gehen und nehmen mal einfach die Aurora. So. So, jetzt haben wir die hier quasi in unserer Card, also im Einkaufswagen sozusagen. Ne? Ja. Als nächstes gehen wir dann auf Checkout. Mhm. Dann kommen meine Daten. So, Next Step. So. Okay, so. Dann sind dieser
Billing Summary heißt das, also auf der Rechnung. Hier sehen wir jetzt also zum einen unsere Daten, das muss ich dann schwärzen oder irgendwie sowas, da muss ich mal gucken, wie ich das mache, oder ich schneide das auch ein bisschen weg, oder ich decke es ab, oder was weiß ich, keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. So, aber grundsätzlich steht hier halt das Schiff mit 18,20 Euro. So, dann kommt hier unten dann noch die Steuer drauf, deshalb 21,66 Euro. Nun haben wir hier diesen Button mit Credits und Coupon. Da klicke ich drauf. So, jetzt musst du mir mal sagen, was ist denn der Coupon-Code? Das ist, wenn man Subscriber ist. Ja. Kriegt man nach einem Jahr als, ich glaube, das ist die teure Version des Subscribers, kriegt man da einen Coupon geschickt, womit man 20% auf jeden Einkauf kriegt. Oh, das ist natürlich cool. Okay, das ist eine tolle Sache. Da lohnt sich dann es, sich dieses Subscriber mal anzuschauen. Wobei man dafür halt ein monatliches Abo abschließen muss, weil sonst kommt man ja nicht auf dieses Jahr, sage ich mal. Oder es dauert halt wesentlich länger, als wenn man jeden Monat bezahlt. So, oder wir haben hier drunter Use Credit. Und das sind unsere Store Credits, richtig? Ja. Da haben wir jetzt also stehen, Maximum of. Ich habe also noch 5,5 USD, also US-Dollar, die ich quasi benutzen kann jetzt. So, dann würde ich jetzt also sagen, ich möchte 5,5, wir machen mal 5. So, sagen dann Apply. Und jetzt wird das dazu gerechnet, nämlich hier oben. Ja, das bedeutet, wir haben immer noch das Schiff mit 18,20 Euro. Wir haben keinen Coupon-Discount genommen, aber wir haben 5 US-Dollar Store-Credits genommen. Ja, das sind 4,55 Euro. Die werden jetzt abgezogen von der Gesamtsumme und dadurch kommen wir statt 21 Euro und ein paar Toten, um das mal so zu sagen, nachher auf 16,24 Euro, die das Schiff nur noch kostet, mit echtem Geld. Ja. Ne? So, hier drunter wird dann die Payment-Methode eingestellt. Im Moment bin ich der Meinung, aus Deutschland funktioniert nur PayPal. Kreditkarte ist funktioniert irgendwie nicht. Ich habe das mal ausprobiert, das ging bei mir nicht. Darunter, okay. Weiß ich nicht. Darunter kommt das Normale, ich bin damit einverstanden, Place Order and Pay und schon habe ich ein neues Schiff. So, aber ich brauche kein neues Schiff. So, empty card. Und vor allen Dingen keine Aurora, genau. So, meine Card ist wieder empty. Schön. Gut, so. Ja, jetzt haben wir also diese Möglichkeit. Jetzt kommt ja dieser Anniversary Sale Chaos. Universary Sale. Ich glaube ja. Oder okay. Haben sie es jetzt umbenannt, weil Anvil da irgendwas macht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wirklich, ich bin da der Noob hier. Aber nun erzähl mir doch mal bitte, was macht denn jetzt Sinn? Wenn ich jetzt, jetzt gerade vor diesem Sale, wo es ja sehr viele Schiffe zu kaufen gibt, was ist sinnvoll? Wie bekomme ich das meiste raus aus dieser ganzen Geschichte? Ja, das meiste kriegt man eigentlich raus, wenn man sich speziell bei Universal Sale ein Startpaket holt, weil man kriegt beim Universal Sale immer Spezialangebote mit einer extrem langen Versicherung, die jetzt voraussichtlich mit, ich glaube, 7 Jahre müsste die Versicherung denn sein. Genau, das ist immer so lange, wie lange das Spiel schon in der Entwicklung oder nach der Crowdfunding-Phase wurde das gestartet, glaube ich. Ne? Genau. Und da muss man sich aber vorher dann auch ein paar Fragen stellen. Und zwar, ob man Freunde hat, wie viele Freunde man hat, ob man in der Orga drin ist und vor allen Dingen, was man machen will. Weil es gibt halt ein großes Spektrum an Schiffen. Es gibt eine große Anzahl von Schiffen, die ich alleine kaum bewegen kann. Mhm. Beziehungsweise alleine nicht effizient nutzen kann, beziehungsweise verteidigen kann. Mhm. Und vor allen Dingen, es gibt sehr teure oder sehr günstige Schiffe.
Da muss man immer auf ein paar Sachen achten, was man halt haben will, was man braucht. Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, umso größer, umso teurer und umso größer, umso mehr Leute brauchst du, um es zu bedienen. So muss man das eigentlich sagen, ne? Also ja. Ist auch, informiert euch, weil man zum Beispiel die Eclipse sieht aus wie ein klasse Stealth-Jäger, hat aber eine schlechte Bewaffnung und ist ein Torpedobomber. Also da muss man sich halt ein bisschen erkundigen, was die Schiffe ausmacht, damit man genau weiß, was man sich für ein Schiff, oder welche Schiffe zur Auswahl stehen, welche sie machen für einen. Ja, da gibt es ganz viele Seiten, die sich wirklich damit beschäftigt haben, welche Werte die Schiffe haben, welche Bewaffnung sie haben. Da können wir auch gerne irgendwann mal ein Video drüber machen. Geht jetzt aber eigentlich zu weit, ne? Also wichtig ist, dass ihr euch Gedanken darüber macht, was will ich eigentlich machen im Burs? Bin ich so ein Typ, der nur Dogfighting macht, oder möchte ich mal ein großes Handelsschiff haben, wo ich Tausende von Frachteinheiten transportieren kann? Oder ein großes Militärschiff. Was haben wir sonst noch? Große Erkundungsschiffe. Ja, Schrottsammler, aber, ein kleines Schrottsammlerschiff, ein kleines Mining-Schiff, ein großes Mining-Schiff, ein großes Schrottsammlerschiff. Genau, also da geht es nachher dann um die Berufe. So, wenn ich jetzt, also ich zum Beispiel für mich weiß ja, ich möchte in die Handelssparte gehen. Für mich ist das so eine Art Weltraumtracker, ja, schön mit Cowboy-Stiefel und Fransenweste auf dem Pilotensitz sitzen und mit meiner Hall-E quer durchs Universum fliegen. So, dann weiß ich, dass ich mir vielleicht so ein Schiff zulegen werde. Ne? Ja. Wenn ich das nicht genau weiß, dann lasse ich es lieber, oder? Ja, dann informiert euch, ja. Das ist, genau. Informationen sind wichtig. Richtig. Und vor allem, was vielleicht auch ganz interessant ist, bei jedem Schiff habt ihr diese Versicherung dabei, diese extrem lange Versicherung, die schon fast wie LTI ist. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine Constellation habt mit 6 Monate Versicherung und ihr seht, ja, die wird jetzt nochmal angeboten, also wartet, bis sie angeboten wird. Und dann seht ihr, ja, 7 Jahre Versicherung, dann schmelzt ihr euer altes Schiff ein. Sollte aber nicht euer Game Package sein. Ihr braucht euer Game Package. Und kauft euch dann das Schiff quasi nochmal, nur aufgewertet mit einer besseren Versicherung. Die Versicherung wird später nicht spielentscheidend sein, aber umso größer das Schiff und umso mehr Schiffe man hat, umso wichtiger wird es quasi darauf zu verzichten, weil es sind halt Ausgaben, die man quasi, okay, bei University Sale jede 7 Jahre hat. Weiß ich nicht, ob es so einen Sinn hat. Ja, halt, das ist halt diese Spielmechanik mit der Versicherung, da können wir ja vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Also jedes Schiff, was ich kaufe, hat eine bestimmte Versicherungslänge. Bei den Game Packages, sage ich mal, Anfängerschiffen hast du zwischen 6 Monaten, ein und 6 Monaten, sage ich mal, oder zwischen 3 und 6 Monaten, glaube ich. Das ist so ein Standardmaß irgendwie, ne? Ja. Karl Franz Meyer sich also eine Aurora gekauft, als nicht als Game Package, sondern die LN, die Legionär, als Standalone-Ship, weil er das total toll findet. Und sagt sich jetzt, okay, zu dem Anniversary Sale wird also die Aurora LN, die ich ja nur mit 3 Monaten Versicherung habe, wird die von RSI an dem Messetag angeboten, aber mit 84 Monaten Versicherung. Dann schmelzt ihr, wie gesagt, eure Aurora LN ein und kauft euch dasselbe Schiff, weil ihr genau das Schiff haben wollt. Kauft ihr euch wieder, habt aber die verbesserte Versicherung. Und das ist das, was jetzt zu diesem Anniversary Sale, was ich meine mit wichtig, überlegt euch, was ihr machen wollt. Es geht gar nicht darum, dass ihr euch größere Schiffe oder andere Schiffe kauft, aber ihr habt zu diesem Sale die Möglichkeit, euer Schiff, was ihr habt, einfach versicherungstechnisch aufzuwerten. So ist es richtig erklärt, oder? Ja. Sehr schön. Was gut. Was auch noch zu sagen ist, die Versicherung wird tagweise abgezogen, und zwar
nur, wenn ihr online seid. Also wenn ihr sagt, ja, ich zocke jetzt nur jeden Sonntag Star Citizen, dann wird später, wenn das Spiel fertig ist, jetzt noch nicht, jetzt wird noch keine Versicherung bezogen, aber wenn das Spiel fertig ist, wird jeder Tag, wo ihr euch einloggt, wird ein Tag dieser Versicherung abgezogen. Und dann aber auch, egal wie lang ich spiele, das bedeutet, ich logge mich nur ein, laufe auf meiner Hütte raus, gucke, wie viele Schiffe ich im Monitor habe. Ein Tag weg. Ist ein Tag weg. Ne, das ist auch wichtig zu beachten. Aber deshalb halt, umso länger die Versicherung ist, umso sicherer seid ihr. Ja. Der Chaos hat das euch, ja... Macht euch da nicht verrückt, genau. Wenn ihr ein Schiff habt. Es ist nicht spielentscheidend, meinte CAG. Also ihr werdet durchaus in der Lage sein, nur wenn ihr einen kleinen Job macht, eure Versicherung für euer Schiff zu kaufen. Es wird absolut kein Problem sein, ihr werdet vorher gewarnt. Es ist nicht wichtig, aber es ist halt ein schönes Net-to-Have, also ja, wenn man es hat, da hat man es. Und man muss ganz klar sagen, bei der Versicherung, das ist ja, da wird so viel drüber spekuliert. Es ist so, wir haben jetzt also eine Versicherung für unser Schiff. Das ist aber nur die Standardversicherung. Das heißt, das ist nur rein die Hülle. Wenn ich anfange, das Schiff umzubauen, andere Waffen ran, andere Komponenten ran und es wird dann zerstört, dann bekomme ich das mit dieser Versicherung nicht wieder. Ich bekomme immer nur das Originalmodell wieder. Das ist wichtig. Es soll später noch andere Versicherungen geben, wo das dann mit abgedeckt ist. Also ich sag mal, wie im echten Leben. Ja, also sie versuchen das halt wirklich möglichst realistisch zu handhaben. Wenn ich also in meinem Auto eine Stereoanlage einbaue, die 10.000 Euro kostet, dann kann ich die extra versichern. Und genauso wird das im Spiel sein. Baue ich da Waffen an, die viel besser sind, viel teurer waren, dann kann ich das nachher extra versichern. So ist es geplant. Ne? Okay. Ich würde dann noch sagen, abschließend dann noch zum University Sale, wie wieder aufgebaut ist? Oder ja, ich genau, da gehen wir noch mal kurz drauf ein. Was passiert denn eigentlich? Was passiert genau, parallel? Wenn das genauso ist wie letztes Jahr, dann wird es im University Sale in Star Citizen eine Expo-Messe geben. Okay. Da wird dann, ich glaube, 5 Tage lang jeder Hersteller an einem bestimmten Tag seine Schiffe ausstellen, die quasi schon in Engine sind. Die kann man sich dann angucken, kann man auch testen kostenlos und vor allen Dingen kann man dann auch kaufen. Meistens ist es so, dass kleinere Hersteller sich einen Tag teilen müssen und sowas wie Anvil, Aegis und Drake kriegen, okay, Drake nicht, aber Anvil und Aegis kriegen halt, sagen wir, Montag Anvil, ein komplettes Stage für sich alleine, Dienstag Aegis, ein komplettes Stage für sich alleine. Und dann so kleinere wie die Hersteller von der Vendor Blade oder beziehungsweise die Bahn müssen sich dann quasi eine Stage teilen. Am Ende dieser Woche gibt es aber noch ein Final Sale. Also werden dann alle Stage aufgemacht. Ja. Und das für 3 Tage, glaube ich, waren es letztes Mal. Und da kann man dann alle Schiffe quasi kaufen. Das ist aber das gleiche wie dann später beim University Sale auf der Seite. Da hat man jeden Tag einen bestimmten Schiffshersteller. Das überschneidet sich mit der Expo im Spiel. Mhm. Und man hat auch am Ende ein Final Sale, wo man halt alle Schiffe dann auch kaufen kann, die man sich dann im Spiel auch angucken kann. Okay, also wenn wir jetzt sagen, wir haben also Montag RSI, dann ist es so, dass ich also im Pledge Store am Montag auch alle RSI-Schiffe kaufen kann. Ist das so? Warte, hast du kurz abgehakt? Entschuldigung. Aber ich denke, ja, also ich... das, was ich verstanden habe, ja, müsste so sein. Okay. Also Montag alle RSI-Schiffe in der Expo, kannst du auch Montag alle kaufen, ja. Okay. Und am Final Sale, also nach dieser Woche, diese 3 Tage, da sind dann alle Schiffe nochmal zu haben. Alle Schiffe, die du in der Woche vorher kaufen konntest, ja. Ja, okay. Also es gibt ein paar Schiffe, die kannst du nicht kaufen, zum Beispiel Vendor-Schiffe, die sind meistens nicht im Sale. Mhm. Und sonst eigentlich alle. Und was es noch gibt, sind Limitierungen, ne? Also eine begrenzte Anzahl. Eine begrenzte Anzahl, zum Beispiel bei der Idris davon, nee, sagen wir mal die Javelin, davon gab es letztes Jahr, glaube ich, nur 200 Stück wieder. Ja.
Und wer zuerst kommt, mal zuerst, sage ich mal so. Ja, ist richtig. Okay. Da fetzt man sich dann rum. Ja. Es sind halt nur Erfahrungen, die wir vom letzten Jahr gesammelt haben. Da war auch das erste Mal die Expo am Start. Deswegen, es könnte auch schon sein, man munkelt, dass man ab Montag schon alle Schiffshersteller belaufen kann. Ob das stimmt, weiß man nicht. Ich hoffe nicht, weil ich fand das System eigentlich ziemlich cool. Genau. Wir werden live berichten. Richtig, live. Genau. So werden wir das machen. Gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Wir werden mit der Community und auch dem lieben Sitgo und auch vielen anderen von unserer Community über die Expo laufen und werden das aufnehmen für euch und euch auch alles zeigen. Ob das dann auf meinem Kanal oder auf Sitgos Kanal kommt, das ist, schaut es euch einfach an, bei wem auch immer. Das wird eine sehr spannende Sache. Wir freuen uns darauf. Hauptsache, ihr seht euch das an. Es ist es wert. Die Expo letztes Jahr war so geil. Die Videos sind übrigens bei Sitgo noch gelistet. Ja. Sehr schöne Videos, sehr schöne Expo. Kann man sich sogar ein paar Informationen schon von den Schiffen abgreifen. Da haben wir sehr lange über die Schiffe gequatscht. War ja. Eigenwerbung für Sitgo. Gut, okay, haben wir das auch geklärt. Schön. Jetzt habe ich hier noch stehen, exklusive Angebote. Gibt es denn... Es kann sein, dass bei der CitizenCon, die zufällig auf diese Woche gefallen ist, ja, ein Schiff mit einem bestimmten Skin angeboten wird. Ah, das okay. Kann man dann entweder in der Warbound-Variante, also eine Variante, die man nur mit Echtgeld kaufen kann, wo man auch immer eine LTI, ja, meistens eine LTI dabei hat. Und eine Standard-Variante, die meistens dann halt die Versicherung, eine normale Versicherung hat, aber ein bisschen teurer ist und halt weniger Versicherung hat. Aber es kann halt sein, dass es einen speziellen Skin gibt, den es dann nur da zu kaufen gibt. Den kriegt man dann nicht mehr von irgendwo anders, der ist dann weg. Ja. Wenn diese Zeit abgelaufen ist. Letztes Mal war es, glaube ich, eine Mustang mit einem Season Con 2900, schlag mich tot. Ja. Gab's da und die gab's dann jetzt nicht mehr zu kaufen. Ah, okay. Die nicht mehr zu kaufen geht. Ja, ganz kurz nochmal Warbond. Warbond bedeutet, dass es einfach nur mit echtem Geld zu kaufen ist. Und ja, es ist dann auch günstiger, soweit ich das weiß, ne? Ja. Also kaufe ich mit frischem Geld eine Warbond-Version, ist das günstiger, als kaufe ich sie mit Store-Credits. Ich würde euch jetzt gerne hier mal auf der Seite was zeigen, aber es ist leider nichts mehr hier drin. Aber grundsätzlich gab es das zum Beispiel mit der Mantis. Ihr habt die Mantis für, als Warbond-Version, glaube ich, für 150 Euro bekommen und als Standalone-Ship mit Store-Credits kaufbar für 162 Euro. Also nur mal so, jetzt, ob das jetzt genauso war, weiß ich nicht, nagelt da mich nicht drauf fest. Und da muss man halt wirklich drauf achten. Also Warbond bedeutet frisches Geld. Das ist wichtig. Und günstiger. Warbond ist günstiger als Ingame kaufen. Ja, es werden auch voraussichtlich zum Universal Sale bzw. zur Expo mindestens 3 neue Schiffe angekündigt. Und eins ist wahrscheinlich in Kapitalgröße von Envil. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen, ne? Nur Gerüchte. Nur Gerüchte. Nur Gerüchte. Angabe ohne Gewehr. Ja, ich werde dich daran erinnern natürlich, ne? Wenn du da jetzt Mist erzählt hast, dann kriegst du das von mir aufs Brot geschmiert, noch 100 Jahre. Nur damit du Bescheid weißt. Ich weiß nicht, vom Server. Okay, ja, Chaos, ich würde fast sagen, wir sind auch am Ende. Ne? Ja, schön. Wir haben das soweit alles durchgefrühstückt. Freunde, ich freue mich auf diese Expo-Messe. Das ist für mich das erste Mal. Ich freue mich da mit tollen Leuten rüber zu laufen, über die Schiffe zu reden. Und ich freue mich darauf,
was da so alles passieren wird. Ich freue mich auch auf die Live-Events, die übrigens auch live übertragen werden, auch hier bei uns. Der Sitgo macht einen Livestream, der ist angedacht. Und wir werden dann immer so ein bisschen da sein und im Chat darüber sprechen und so. Und wenn ihr Lust habt, Mensch, kommt dazu. Wir freuen uns da auf euch. Und ihr könnt Fragen stellen, wir werden sie beantworten. Nebenbei wird immer der Livestream laufen und wir werden viel Spaß haben. Ne? Wir werden uns auch alle lustige Hüte aufsetzen und rote Nasen anstecken. Gut, ihr könnt das nicht sehen, aber irgendwas ist ja immer. Ne? Gut, ich bedanke mich ganz herzlich, Chaos, dass du da warst, dass du mit mir das hier so ein bisschen gemacht hast. Das war total toll. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was gut, was schlecht, was falsch, was richtig ist. Ich freue mich darauf. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß im Verse und over and out.